Sie sind hier, 24. November 2018, 13.23 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Sandra Ringwald schied beim Weltcup-Auftakt im Viertelfinale aus. Urheberrecht Getty Images. Der erste Wettkampf der neuen Saison verläuft für die deutschen Langläufer äußerst enttäuschend. Einziger Lichtblick im Sprint von Koh Samui ist Laura Gimler. Die deutschen Skilangläufer haben beim ersten Weltcup unter dem neuen Teamchef Peter Schlickenrieder enttäuscht. Beim Klassik-Sprint im finnischen Koh Samui scheiterte Spurtspezialistin Sandra Ringwald bereits im Viertelfinale als letzte ihres Laufes und kam im Gesamtklassement nicht über Platz 29 hinaus. Neben Ringwald, die bereits in der Qualifikation am Samstagmorgen als 26. nicht überzeugen konnte, hatte von den insgesamt 9 deutschen Startern beim Auftakt am Polarkreis nur Laura Gimler als gute 14. die K.O.-Runde der besten 30 erreicht. Dort schied sie als vierte ihres Rennens ebenfalls aus, verbuchte als Gesamtminus 18. Aber das zweitbeste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere, Sandra hat versucht, mit der Brechstange anzugreifen und von Anfang an nicht richtig reingefunden, sagte Schlickenrieder im ZDF über Ringwald, die im März im Sprint von Lahti als vierte nur knapp an ihrem ersten Weltcup-Podium vorbeigelaufen war. Laura hat ein gutes Rennen gemacht, und das schon zu Beginn der Saison und auf dieser schwierigen Strecke, sie hat das Beste herausgeholt. Man sieht an ihrem Beispiel, dass bei uns was geht, dass wir einiges richtig gemacht haben. Die ersten Saisonsiege gingen jeweils an Russland, das nach den Dopingskandalen der vergangenen Jahre fast schon in alter Stärke auftrat. Bei den Männern setzte sich Alexander Bolschunow vor Norwegens favorisiertem Olympiasieger Johannes Høsflot klar. Ebo, durch der im Gefühl des sicheren Erfolges zu früh das Tempo herausnahm. Bei den Frauen gewann die russische Olympiadritte Julia Belorokova. In Koh Samui schieden Anne Winkler, 37. Pia Fink, 39. Viktoria Kahl, 47. und Antonia Frebel, 49. in der Qualifikation aus. Punkt. Bei den Männern liefen Thomas Bing, 45. Thomas Wieck, 61. und Janosch Brugger, 66. deutlich am Viertelfinale vorbei. Am Sonntag stehen Distanzrennen im klassischen Stil über 10 Kilometer der Frauen, 10.45 Uhr, und 15 Kilometer der Männer, 12.30 an. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Von Sportinformationsdienst.